Ja, weiter geht's hier mit dem Besten von Pearl TV. Und ich möchte sagen, jetzt im Moment auch eines der wichtigsten. Weil wir haben nicht nur Hitze jetzt im Moment deutschlandweit, sondern Sie haben sicher auch schon von der Dürre gehört oder haben Sie selber erlebt. Ich kenne Gemeinden oder habe Meldungen gehört, bei denen wird verboten, den Rasen zu sprengen. Es gab Gemeinden, da war die Trinkwasserversorgung komplett abgebrochen. Und es gibt im Moment auch Wassermangel in Deutschland. Wir schauen uns da mal einen Fachartikel an. Und da steht, in Deutschland wird das Wasser knapp. In einigen Gemeinden, gerade in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wird das Wasser langsam knapp. Angesichts zunehmender Trockenheit in Deutschland muss aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung Umwelt beim Wassermanagement grundlegend umgedacht werden. Und unten steht noch, wir haben die Situation, dass Wasser in Deutschland inzwischen ein knappes Gut ist und sich auch die Konkurrenz ums Wasser verschärft. Und da sollte man sich auch einen kleinen Wasservorrat zulegen, um zumindest mal Notsituationen zu überstehen. Und genau für so einen Wasservorrat haben wir jetzt die richtigen Aufbewahrungsmittel für Sie, weil du hast uns so kleine, flexible Kanister mitgebracht. Ja, so sehen moderne Kanister von heute aus, nehmen nicht viel Platz weg, sind aber Gold wert. Drei verschiedene Größen habe ich mitgebracht, 5 Liter, 10 Liter und später sogar 20 Liter. Und da kann ich nur sagen, die sind Gold wert für jeden Einsatz. Ob es mal der kleine 5 Liter Kanister ist, jetzt zum Beispiel, wenn Sie unterwegs sind. Gerade der hier ist Gold wert, wenn man mal unterwegs ist, wenn man sich mal fix die Hände waschen will. Ja, gerade wenn man zum Beispiel, das stelle ich immer wieder fest, an so, wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist und an so einem kleinen Rasthäuschen eine Rast macht, mal zur Toilette geht, ja, häufig ist dann kein Wasser vorhanden, dann nimmt man zwar immer die Wasserflasche, aber die Wasserflasche, die muss man ja auch anfassen, ne? Und dann verteilt man da alles auf der Wasserflasche. Und die hier sind eben so besonders durch den Zapfhahn. Und für diesen Preis, für 16 Euro, ist der Zapfhahn wirklich Gold wert, weil normalerweise hast du für den Preis ganz normale Kanister und die haben dann eben nicht den Zapfhahn. Und wie nützlich und praktisch der sein kann, das möchte ich Ihnen mal zeigen. Wie gesagt, so klein kommt der zu Ihnen nach Hause. Das sind jetzt die 5 Liter. Und wir müssen sagen, es ist ein Dreier-Set. Also drei dieser Kanister für 16 Euro. Und da kann man sich Wasservorrat anlegen, vielleicht auch kühl lagern im Keller oder im Vorratsraum. Und wenn man dann Wasser braucht, hat man den zur Verfügung. Oder man nimmt es eben mit auf Reisen. Genau, mitnehmen ist ein gutes Stichwort. Genau. Dafür haben Sie hier den Tragegriff. Der ist ganz praktisch gemacht. Und jetzt habe ich das natürlich so gestellt, dass ich hier wunderbar an meine Zapfhahn komme. Und schauen Sie mal, jetzt kann ich mir hier mein Wasser auslassen, so viel, wie ich halt benötige. Hier, und jetzt mache ich auf Stopp. Und jetzt achten Sie mal bitte drauf. Schauen Sie mal, es tropft auch nichts nach. Und dieser Zapfhahn ist ein wesentlicher Unterschied zu den billigen Kanistern. Beziehungsweise, ja, normalerweise hast du da nur einen Kanister ohne Zapfhahn. Und schauen Sie mal, so einfach und schnell wird hier das Wasser ausgegeben. Ich kann Ihnen nur sagen, legen Sie sich da einen kleinen Vorrat zu. Das Dreier-Set bekommen Sie jetzt nach Hause. Kann man auch wunderbar mal im Keller zum Beispiel stapeln. Ja, also hier ist an alles gedacht. Nur eben, Sie müssen schnell sein, weil die sind ultra beliebt bei uns. Mein Camper werden so etwas natürlich kennen, sagen, das ist Gold wert, aber mittlerweile ist es für jeden Gold wert, weil wir haben eine Dürre in Deutschland. Wenn Sie sagen, 5 Liter, 3x5 Liter jeweils mit diesem Zapfhahn, das ist Ihre Größe, die hätten Sie gerne, dann notieren Sie die Bestellnummer NX8693 und die 569. Der Preis hier für drei dieser Kanister, die auch, wenn sie nicht gebraucht werden, ganz einfach zu verstauen sind, ist 16 Euro. Jetzt haben wir das Ganze noch eine Nummer größer, nämlich genau doppelt so groß. 3 Wassertanks A10 Liter und da kann man natürlich schon mal 30 Liter, wenn man sich das mal vorstellt, was das in Wasserflaschen wäre, 30 Liter Trinkwasservorrat irgendwo deponieren oder mitnehmen. Das ist natürlich auch schon herausragend. Auch die sind klein und kompakt, also selbst wenn Sie die jetzt so im Rucksack haben und unterwegs an den Bach kommen, kann man die sich schön befüllen, ist vielleicht auch interessant für die Camper. Das ist jetzt die 10 Liter Variante und gerade weil wir auch das Thema Händewaschen angesprochen hatten, ja, nicht mehr die Wasserflasche anfassen müssen, weil das ist ja auch ein bisschen eklig. Und ja, vor allem hast du ja eine Hand belegt, wenn du die Wasserflasche nimmst. Ja. Und schauen Sie mal, ich zeige Ihnen jetzt mal hier einfach, wie man die Hände waschen kann. Ne, wenn man da jetzt irgendwo Rast macht, nimmt man hier ganz bequem, hier kann man die Hände drunter halten, schauen Sie. Und jetzt kann ich mir hier die Hände waschen, ja, unter dem Kanister kann man die Hände waschen.
kann sie es auch ganz schnell dann wieder zudrehen. Und Hygiene ist ja jetzt momentan das A und O. Also das, da redet man jetzt überall Hygiene, Handhygiene ist das A und O. Dann mal hier schnell die Hände waschen. Ja, ich habe die Hände frei. Normalerweise müsste ich ja jetzt hier eine Wasserflasche haben und jedes Mal kippen. Aber Sie sehen, da tropft auch nichts nach. Also das ist ganz, ganz praktisch gemacht. Aber ich meine, die sind ultra stark nachgefragt, weil du hast es gesagt, Wasserknappheit herrscht in Deutschland. Ja, und wir hatten das ja schon erlebt, dass sogar Trinkwasser nicht verfügbar war in verschiedenen Gemeinden. Und ich glaube, wir haben es alle gemerkt, es ist zu trocken. Es regnet zu wenig dieses Jahr und auch die letzten Jahre. Und deshalb ist ein Wasservorrat natürlich unbedingt wichtig. Hier haben wir drei Stück, drei dieser 10-Liter-Kanister, also 30 Liter. Wenn ich bedenke, so eine herkömmliche Wasserflasche, die hat vielleicht einen oder 1,5 Liter. Und dann ist das natürlich der Wahnsinn. Und jetzt hier für gerade mal 16,95 €. 30 Liter Wasservorrat für die Reise, für Camping oder dann natürlich auch zu Hause, um sich eben genügend Nutzwasser bzw. Trinkwasser auf Halde zu legen für alle Eventualitäten. Es ist ja so, dass teilweise sogar wirklich verboten wurde, den Garten zu bewässern, weil eine solche Wasserknappheit herrscht. Und wer jetzt richtig viel Vorrat anlegen will, der greift zu unserem größten und das sind jetzt 20 Liter. Das sind 20 Liter. Also da reden wir jetzt wirklich von einem Vorrat, den mal im Keller zu Hause haben, wo es kühl auch ist. Das ist wirklich hier was ganz, ganz Besonderes. Oder fürs Auto unterwegs, da hatten wir ja gesagt, wenn man mal sich unterwegs die Hände waschen will. Das ist natürlich jetzt für 22,62 Euro bekommen Sie das Dreier-Set dieser 20-Liter-Kanister, die man eben ganz klein und kompakt auch später zusammenfalten kann, wenn da kein Wasser drin ist. 20 Liter, das Dreier-Set für 22,62 Euro, diesen Goldwert in dieser Preisklasse, eben durch diesen Zapfhahn. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Dreht man hier oben einfach nur auf, füllt das Wasser hinein, dreht es zu und wenn man es braucht, hat man es. Man kann es hier flexibel tragen durch diesen Griff. Also das ist schon wirklich ein Highlight. 60 Liter, also weil das ist auch ein Dreierset. 60 Liter haben wir dann hier in Reserve. Und wer mal campen war, der weiß das. Man muss ja immer das Wasser meistens aus dem Hauptgebäude auf dem Campingplatz holen oder irgendwo entfernt ist ein Schlauch. Ja. Und dann ist sowas natürlich auch Gold wert. Also nicht nur jetzt als Notreserve, sondern die Camper werden jetzt diesen Wert erkennen. 60 Liter, also drei dieser 20 Liter Kanister für 22,62 Euro. Ja, auch um mal Geschirr zu spülen, ne? Ja, natürlich auch das, aber jetzt auch durch die Wasserknappheit vielleicht ganz wichtig, sich immer mal wieder Frischwasser einzufüllen und das irgendwo zu lagern. Bei der Hitze weiß man nie, wo die nächste Gemeinde ohne Trinkwasser sein wird. Hier für das Dreier-Set notieren Sie bitte die Bestellnummer, die NX8695 und die 569. Und dann haben Sie eben Reserve 60 Liter Trinkwasser. Wann immer Sie es brauchen, dann können Sie darauf zurückgreifen. 22,62 €. Das ist unser TV-Sonderpreis für Sie. Und wer sich jetzt nicht entscheiden konnte, nehme ich 5 Liter, nehme ich 10 Liter, nehme ich 20 Liter, haben wir jetzt noch ein ganz, ganz tolles Set, nämlich ein Dreier-Set, bestehend aus einmal 20 Liter, einmal 10 Liter, einmal 5 Liter. Ja, genau. Und das ist natürlich ein toller Tipp. Und hier, die sind, gucken Sie mal, so klein und kompakt, auch wenn die jetzt riesengroß sind, die, wenn das Wasser raus ist, falten Sie die einfach zusammen. Dann packen Sie die in den Rucksack, gerade die kleinen 5 Liter oder 10 Liter sind natürlich auch toll, wenn man die mal in den Rucksack packt, wenn Sie da längere Wandertouren machen, Radtouren machen. Ja? Und wenn man dann irgendwo zum Beispiel auch mal an einem Bach vorbeikommt, ja, dann lässt man sich einfach das Wasser hier, das Bachwasser hinein. Und das hat ja auch eine hervorragende Trinkqualität. Also jetzt nicht nur zum Händewaschen, natürlich auch zum Trinken. Das ist was ganz, ganz Besonderes hier. 16,95 €. Einmal 20 Liter, 10 Liter und 5 Liter. Ja? Und ganz, ganz wichtig in dieser Preisklasse mit Zapfhahn. Weil der Zapfhahn ist wirklich, ich habe schon solche Kanister gesehen für viel mehr Geld, aber ohne Zapfhahn. Und Sie haben ja gesehen, wie praktisch das war. Ne? Ich muss nicht selber halten, das macht der Zapfhahn für mich. Also holen Sie sich dieses Dreier-Set, wenn Sie sagen, okay, zu einmal 20, einmal 10, einmal 5 ist die richtige Kombination für Sie. Dann notieren Sie bitte die Bestellnummer NX8697 und die 569. 16,95 € ist hier der Preis. Aber ich glaube, es ist jedem bewusst geworden, dass das Wasser im Moment, das Trinkwasser immer knapper wird. Wir haben einen Hitzesommer, wir haben einen Dürresommer und die kurzen Gewitter, die zwischendurch
ich mal kommen. Die sind zwar heftig, aber viel zu kurz und die nützen nichts für unseren Grundwasserspiegel, für unsere Grundwasserversorgung. Und deshalb ist es sehr, sehr hilfreich und intelligent, würde ich behaupten, und clever, wenn man sich einen kleinen Vorrat mal zu Hause anlegt. Das können Sie jetzt tun. Gehen Sie ans Telefon und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß, wenn Sie es beim Campen einsetzen. Ansonsten wissen Sie, dass Sie immer genügend Wasser im Haus haben.